Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Toy Review von Skystalker, einer kleinen Stealth-Angriffsdrohne aus dem Film Revenge of the Fallen. Das ist der zweite Transformers-Film. Und ja, kommen wir einfach mal gleich zur Figur. Die Figur, wie ich schon sagte, ist in einem Stealth-Bomber-Look gehalten. Sie hat ein ausfahrbares Lande-Element. Hinten leider nicht. Hinten hat sie nur diese Pins. Vorne hat sie das ganz normale Kameraauge, wie es bei den US-Drohnen der Fall ist. Dann hat sie natürlich hier noch ein schönes Logo der Decepticons, quasi von der Luftwaffe der Decepticons, und die Beschriftung 808. Die Figur wird gehalten in einem dunklen Armeegrün. Ich dachte am Anfang, es wäre schwarz, als ich diese Figur das erste Mal auf anderen Bildern gesehen habe, aber nein, wie gesagt, sie wird in einem dunklen Grün gehalten. Die Figur ist mit Details übersät. Ich finde es einfach genial. Man sieht hier einmal die ganzen kleinen Linien von den Panzerplatten. Hier die kleinen Zwischenplatten überall. Dann die kleinen Markierungen und auch hier die Platten wieder. Hier einmal in verschiedenen Grüntönen gehalten. Das heißt, es sind keine wirklichen Unterschiede von Grüntönen. Die Grüntöne sind gleich. Allerdings sind die großen Flächen rau und diese Linien sind einfach glänzend gehalten, das heißt glatt. Dadurch hat man die Illusion, als wenn es unterschiedliche Farben wären. So, die Figur an sich hat ansonsten noch silberne Details, was die Schubdüsen angeht. Unter der Figur sehen wir auch noch einmal viele Details, wie die Kabel, die Turbinen, hier nochmal Röhren, natürlich auch die Roboterkomponenten. Und hier nochmal lilane Teile, die dann zu dem Roboter an sich gehören. Kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist sehr simpel. Dazu nehmen wir einmal die Waffen ab, die in den Flügeln selbst stecken. So. Das sind einmal hier diese Entehaken. Dann drehen wir einmal die Beine nach unten. Und drehen die einmal herum. Dann lösen wir einmal die Flügel. Hierzu sind kleine Pins hier vorhanden. Dann sieht die Figur im Zwischenschritt so aus. Anschließend, ganz wichtig, sonst könnt ihr hinten die Arme nicht lösen, dreht ihr einmal das Oberteil nach vorne und lasst den Kopf quasi zum Vorschein kommen. Dadurch lässt sich jetzt der Arm rumknicken. Ich zeige euch das nochmal. Wenn ihr das nämlich so zu habt, ist diese Kante hier vorne quasi hier vor dem Arm. Wenn ihr ihn runterklappt, seht ihr hier, wird etwas freigegeben. Und dadurch könnt ihr den Arm quasi jetzt hochknicken. Dazu einmal hier unten den Arm splitten. Und quasi einmal lösen. Und ihr seht jetzt hier oben, dieses Ellenbogenteil verschwindet jetzt in dem Roboter selbst. Dann dreht ihr einmal die Flügel nach hinten. So. Und dreht die Arme nach vorne. Wichtig dabei ist, dass diese Figur diese Paneele oben hat, dass ihr die auch so drehen könnt. So, das ist jetzt der vorletzte Schritt. Und als letztes dreht ihr einfach noch die Füße nach unten. Was interessant an dieser Figur ist, die Füße sind hier mit Federungen ausgestattet, dass ihr quasi, sobald sie abhebt, die Füße zusammengehen. Nein, das hat wie gesagt nichts damit zu tun, dass die Füße locker wären. Ich drehe es einfach mal rum und trotzdem geht der Fuß immer wieder nach oben. Wie gesagt, hier ist eine Federung mit eingebaut, die ihr auch hier seht. Hier an der Seite ist die Federung. So, und dann könnt ihr die Figur auch schon hinstellen.
Die Figur ist ein wenig seltsam, was die Füße angeht, weil sie eher wie ein, ja, wie ein, wie soll ich sagen, wie ein Vogelstrauß wirkt, so in etwa. Das heißt, sie hat also keine richtigen humanoide Beine. Anschließend könnt ihr hier diese Waffen ihm in die Hand geben. Allerdings muss ich dazu sagen, diese Waffen haben einmal hier Pins, um die quasi direkt als Schlag- oder Hiebwaffe in die Hand zu geben. Theoretisch ist hier oben eine Klinge drin, das heißt also wie eine Art Axt oder auch Enterhaken, wie auch immer. Oder ihr könnt diese kleinen Greifer benutzen, um sie quasi nach vorne zeigend in die Hand zu geben. Ihr könnt diese Clips auch bei den Human Alliance Figuren benutzen, um die Waffen von denen quasi mit diesen Waffen nochmal aufzurüsten. So, Skystalker hat hier am Arm hauchdünne Stäbe. Hier. Und diese Stäbe könnt ihr quasi benutzen, um die Waffen ihm so in die Hand zu geben. Das ist eine Methode. Ich mache das einmal auf der anderen Seite fest. So. Und jetzt hat Skystalker diese Waffen natürlich passend in der Hand. So. Auch sehr interessant, wie gesagt, als wenn seine Arme in dem Moment zu diesen großen Waffen transformieren. Was ja auch nichts Ungewöhnliches bei den Transformers wäre. Anschließend könnt ihr noch, wie gesagt, die Waffen abnehmen. Hier müsst ihr die Waffen allerdings dann tauschen. Die rechte in die linke und die linke in die rechte Hand. Und ihr habt dann hier in den Händen kleine Löcher. Und da könnt ihr quasi einfach diese Waffen hineinstecken. So. Und jetzt sieht es aus, als wenn Skystalker diese Waffen quasi fertig zum Schlagen in den Händen hat. Finde ich auch sehr interessant. Ihr könnt die Flügel natürlich auch hinten bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie nach oben zeigen lassen, was ich persönlich schöner finde. Oder halt wie beim der Anleitung verlangt, nach unten drehen, was ich allerdings nicht so schön finde, denn dann sieht die Figur irgendwie eher langweilig aus. Wie gesagt, die Beine sind halt in diesem Storchenmuster gehalten. Ihr könnt die Beine natürlich auch noch nach vorne winkeln und ihm ein richtiges Storchenoutfit geben. Quasi. Dann hat er, wenn ihr die Flügel nach oben dreht, diese Storchenbeine und könnte theoretisch dadurch schneller laufen. Wenn man das jetzt ja so denken könnte. Wäre ja auch nichts Neues. Man hat es ja auch schon bei anderen Filmen gesehen, wie bei Terminator, wo dann einfach die Beine sich so rumgeklappt haben und dadurch natürlich die Cyborgs schneller laufen konnten. Finde ich eigentlich eine sehr interessante Art und Weise. Diese Figur ist natürlich auch in Deutschland abgeändert worden, respektive auch in den USA. Diese Figur ist von den Körperteilen des Roboters in einem eher ockerfarbenen Ton gehalten. Beim Original wäre im Normalfall, sieht man auch in der Takara-Version, die Körperteile silbern gehalten, komplett. Finde ich schade, in Silber wäre es jetzt sehr viel schöner gewesen, man sieht es auch an den Füßen. Aber nun gut, da sind wir nun mal wie immer benachteiligt. So, ansonsten, wie gesagt, ist die Figur sehr schön. Um sie nochmal genau zu betrachten, klappe ich sie nochmal richtig schön nach oben. Die Beine, wie gesagt, sind ein wenig gewöhnungsbedürftig halt durch diesen Storchenmodus, aber ansonsten finde ich, ist es eigentlich ganz okay. Die Details an der Figur sind auch sehr schön gehalten. Man sieht hier, die Beine sind auch schön ausgearbeitet, sehr viele Details. Unten der Torso ist in einem lila Silber gehalten und an sich ist natürlich auch vorne die Figur von den Details auch sehr schön gehalten. Der Brustkorb in dem beige-lila plus dem dunkelgrün von der Brustplatte. Ihr seht auch, wenn ihr was seht, ja, mein Zoom macht wieder Probleme.
Seht ihr hier oben natürlich auch der Kopf, ist schön ausgearbeitet. Ihr seht dann hier richtig an der Seite, einmal seht ihr hier vorne das Auge und hier oben die Augen sehr schön. Wenn das Gesicht so nach hinten klappt, hat man das Gefühl, er hat ein richtiges Gesicht. Das heißt, man könnte sich denken, hier unten hat er seinen Mund. Hier oben in diesem Schatten sind die Augen und hier vorne quasi die Nase. Finde ich auch sehr geil gehalten von Details her. Und ja, wie gesagt, für mich persönlich eine sehr geile Figur. Mir gefällt sie. Das Auge hat einfach, ja, es hat einfach was. Es sieht einfach geil aus. Im Blau wäre es zwar vielleicht auch schön gewesen, aber so passt es natürlich umso mehr zu den Decepticons. Die Waffen, wie gesagt, sind auch sehr schön gehalten. Mit den Schläuchen auch gut ja, ausbalanciert, sind nicht allzu groß. Auf der Rückseite leider hohl, aber das ist auch nicht so schlimm. Und die Hände, wie gesagt, er hat drei Finger. Für eine Drohne nichts Ungewöhnliches. Und auch die, ihr seht selbst die Flügel, sehr viele schöne Details. Ja, diese Figur würde ich insgesamt im Fahrzeugmodus mit, da es eine Scout-Class-Figur ist, mit, sagen wir einmal, ja, da sie sehr stimmig gebaut wurde und auch sehr viele Details hat, mit insgesamt 9 von 10 Punkten jetzt, ja, 9 von 10 Punkten bewerten. Sie ist ein bisschen schlicht gehalten, es fehlen leider einige klappbare Elemente, was ich sehr schade finde. Trotzdem 9 von 10 Punkten. Robotermodus, sehr Gewöhnungsbürftchen mit den Beinen. Wenn man sich allerdings einmal daran gewöhnt hat, gefallen sie einem doch schon sehr. Und aus diesem Grunde auch wegen den Waffen, weil die Waffen sich perfekt in das Bild quasi einsetzen, auch wenn er keine Schusswaffen hat, eher für den Nahkampf optimiert ist, muss ich zugeben, gefällt mir der Robotermodus sehr. Hier gebe ich auch 9 von 10 Punkten. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon für heute. Ich möchte euch so viel wieder sagen wie jedes Mal. Wenn ihr Kritiken oder Kommentare habt, bitte einmal unten ins Kommentarfeld. Wenn ihr Wünsche habt, gerne auch an mich. Und ich versuche natürlich auch dementsprechend darauf hineinzugehen. Ansonsten, es war mir wieder eine Freude, heute das Review für euch zu machen. Und wir sehen uns nächst. Euer Rex4Gaming.